Sandra Sandy Collins-Goat ist eine US-amerikanische politische Aktivistin, Umweltschützerin und Anhängerin der Manson-Familie, die ihre Ziele auch mit radikalen Mitteln umsetzen wollte. Charles Manson gab ihr auch den Spitznamen Blue. Sandra Goat wurde am 20. Februar 1944 geboren. Sie ist die jüngste von drei Schwestern. Ihre älteren Schwestern sind Deborah Goat und Virginia Goat. Letztere war eine lokal berühmte Hippie-Aktivistin. Sandra Goat stammt aus einer wohlhabenden Bankiersfamilie. Diese war aber innerlich zerrissen. Die Eltern ließen sich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg scheiden, 1946 oder später. Der Vater galt als ruhig und karriereorientiert, die Mutter wird als eher allürenhaft beschrieben, die sich wenig um ihre Kinder kümmerte. Die Erziehung oblag daher hauptsächlich dem lateinamerikanischen Kindermädchen. Bei Sandra Goat kam noch hinzu, dass sie als Kind kränkelte und wegen eines Lungenschadens bereits als Baby fast gestorben wäre. Ihre Mutter hatte bereits das Krankenhaus verlassen und wurde zurückberufen, als es das Kind doch schaffte. Später, als sich Sandra Goat politisch oppositionell betätigte und in Interviews äußerte, sie sei inzwischen sogar imstande, ihre eigene Mutter zu töten, kommentierte diese in einem Zeitungsinterview in den 1970er Jahren, warum musste sie es durchziehen? Gemeint ist der Überlebenskampf als Baby. Sandra Goat besuchte wie ihre Schwester Virginia Goat die Point Loma High School und war mit Margaret Aferi Mitglied des dortigen Student Opinion Club. Ihre schulischen Interessen waren Spanisch, Drama und Musik. Sie galt als recht gute Schülerin, was wohl auch mit dem Druck von zu Hause zusammenhing. In einem Interview in den 1990er Jahren sagte sie einmal, dass sie ihre damalige soziale Umgebung ablehnte und sich darüber ärgerte, dass ihre Mutter einen Doktortitel von ihr erwartete. Goats akademische Interessen lagen in den Bereichen Biologie und Englisch. Sie geriet aber in den 1960er Jahren in die damaligen politischen Auseinandersetzungen und wechselte mehrfach die Universität. Umstritten ist aber, ob sie einen Bachelor-Abschluss gemacht hat. Viele Biografen verneinen das, in dem Film Manson von 1973 wird das behauptet. Die Lebenswende erfuhr Sandra Goat durch die politischen Bewegungen der 1960er Jahre und durch die Bekanntschaft mit Charles Manson. Angeblich erfuhr sie nur zufällig über Bekannte von seiner Kommune, war dann aber gleich hingerissen. 1968 flog sie mit einem Privatflugzeug von San Francisco nach Topango und besuchte dann die Kommune. Sie fühlte sich dort liebevoll empfangen und wurde zu einer von Mansons fanatischsten Anhängerinnen. Mit der Zeit prägte sich für diese Kommune der Begriff Manson-Familie. Die Familie war zunächst in einem schwarzen Schulbus unterwegs, hielt sich dann im Haus von Dennis Wilson von den Beach Boys auf und ließ sich später auf der Spanmofi Ranch nieder und erkundete das weitere Umfeld in Richtung Beyat Valley. Bereits im Mai 1968 bekam Sandra Goat Ärger mit den Behörden wegen Besitzes von Marihuana. Am 8. August 1968 wurde sie mit Mary Brunner wegen Kreditkartenbetruges verhaftet. Diese Verhaftung und die Tatsache, dass sie hochschwanger war, wirkten sich aber positiv auf ihren Kriminalrekord aus, so wurde sie nicht in die kurz darauf stattfindenden Tatela Bianca-Morde hineingezogen. Allem Anschein nach sympathisierte sie aber mit diesen Morden. Über die Beteiligung oder Mitwisserschaft an weiteren Morden ist nichts bekannt. Am 16. September gebar Sandra Goat ihren Sohn Ivan. Aufgrund des polygamen Sexuallebens in der Familie wusste sie nicht sicher, wer der Vater war. In Betracht kommen unter anderem Charles Manson, ihr damaliger Lebensgefährte Chilku, den sie in einigen Interviews als Ehemann verleugnete, und Bobby Beausoleil. Sandra Goat bat Chilku, die Vaterschaft anzuerkennen. Er war Biologe und ihr über die Familien- und Ausstudienzeiten bekannt. Sandra Goat hatte ihn auch an die Manson-Familie herangeführt, er blieb aber skeptisch. Puh entschloss sich aber, auf einer langen Reise durch Südamerika sich selbst zu finden.
Dabei waren möglicherweise auch Mitglieder der Manson-Familie anwesend, zum Beispiel Bruce Davis. Am 1. Dezember 1969 fand man Pooks Leiche in einem Londoner Hotel. Seine Kehle war zweifach durchschnitten, aber die Polizei entschied auf Selbstmord. Später wurde eine Mordtheorie entwickelt, nach der Manson-Anhänger Bruce Davis der Mörder war. Davis besuchte um die Zeit Großbritannien, um einmal Kontakte zu dortigen Scientology-Stellen aufzunehmen und sich möglicherweise auch mit Joel Pook um die Regelung einer Erbschaft zu kümmern. Als die Taten der Manson-Familie Ende 1969 ruchbar wurden, weil Susan Atkins im Gefängnis mit den Morden geprahlt hatte, eine Tatwaffe gefunden wurde und sich die Ermittler mit Rockern über die Sitten der Familie unterhielten, zeichnete sich ein gigantischer Prozess gegen Charles Manson und seine Mörder ab. Die Manson-Familie war jetzt nicht nur auf ihren Ranches aktiv, sondern wirkte als Prozessbeeinflusser. Sandra Goth gehörte zu den Unterstützerinnen, die regelmäßig vor dem Prozessgebäude Mannwachen abhielten und Gesänge anstimmten. Als Manson sich aus Protest die Haare abschneiden und ein X in die Stirn einbrennen ließ, folgte ihm Goth wie viele Anhänger. Doch die Manson-Anhänger beließen es nicht bei symbolischen Protesten. Im August 1971 versuchten sie, zusammen mit Mitgliedern der Aryan Brotherhood einen Waffenladen in Haftwarne zu überfallen. Dieser Coup missglückte aber, weil der Verkäufer einen stillen Alarm auslösen konnte und weil sich die eintreffende Polizei als schusssicherer erwies. Viele Mansonites wurden verletzt, aber niemand getötet. Angeblich sollten die erbeuteten Waffen dazu dienen, einen Jumboje zu entführen, um Manson freizupressen. Falls der Staat nicht nachgebe, sollte in jedem Zeitintervall eine Geisel erschossen werden. Sandra Goth war nicht im Angriffsstehen mit dabei, wurde aber im Oktober 1971 festgenommen, weil sie Kenneth Como geholfen haben soll, aus der Hall of Justice zu fliehen. Die Proteste während des Manson-Prozesses konnten die Todesurteile gegen die Mansonites zwar nicht verhindern, allerdings hatten Charles Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Leslie Van Houten und Patricia Krenwinkel Glück, dass ihre Todesurteile 1972 durch einen Beschluss des Obersten Gerichtshofs von Kalifornien in lebenslängliche Haftstrafen umgewandelt wurden. Auch Bruce Davis und Claim Grogan wurden wegen der Beteiligung an anderen Morden zu langen Haftstrafen verurteilt. Sandra Goth blieb auch jetzt noch der Manson-Familie treu. Sie gab einige Interviews, die das unterstrichen. Goth arbeitete dabei mit Lynette Fromm zusammen. Man nannte sie auch Blue und Red. Weitere aktive Anhängerinnen waren Nancy Pittman, Katharine Gillies, Katharine Schare und andere. Insgesamt machten sich aber Veränderungen der Gruppe bemerkbar. Manson schloss zu seinem Schutze im Gefängnis einen Pakt mit der Aryan Brotherhood. Gleichzeitig fungierten die Frauen in Freiheit als Boten und schliefen mit den freien AB-Anhängern. Dadurch stellte sich aber erneut eine Machtfrage. Manson musste seinen Einfluss gegen den der AB-Mitglieder schützen. Sandra Goth lebte in dieser Zeit mit AB-Mitglied Steve Bekins in Oregon zusammen. Im Juli wurde nach einem Supermarktüberfall von Bekins auch Sandra Goth verhaftet, weil sie ihn versteckt haben soll. Sie lief nackt durch die Wohnung, als sich Bekins gerade verstecken wollte. Sandra Goth reiste nach San Francisco, musste sich dann wieder in Oregon den Vorwürfen stellen, einen gesuchten Kriminellen versteckt zu haben und zog nach ihrem Freispruch nach Sacramento. Gleichzeitig änderten die Manson-Anhängerinnen ihre ideologische Ausrichtung. Das galt vor allem für Goth und Fromm. Manson gründete den Order of the Rainbow, wo man sich jetzt stärker auf eine ökologische Ausrichtung konzentrierte und von einem polygamen zu einem fast asketischen Lebensstil wechselte. Einige Frauen nannten sich nach Regenbogenfarben und trugen bunte Nonnengewänder. Das Problem war aber, dass immer wieder Mitglieder von der Gruppe abfielen oder die Gruppe sich spaltete. Auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ließ nach.
Neben dem Order of the Rainbow gründete man damals den International People's Corps of Red Revolution, wohl inspiriert durch politische Gruppen der Zeit wie die Wesermen, Weser Underground Organisation oder die Symbionese Liberation Army. Laut Selbstdefinition war der IPCR eine Kampforganisation mit vielen Anhängern, die gegen Umweltverschmutzer gerichtet war. Zu dieser Kampfgruppe gehörten intern aber nur Sandra Go